Einen wunderschönen guten Morgen. Ich glaube, heute wird ein guter Tag. Lass uns mal loslegen. Frische Quarkinis. Sabine, danke. So. Was mache ich heute mit euch? Nun, wir werden uns heute mal ein bisschen damit beschäftigen, dieses Teil hier neu zu designen. Wer nicht weiß, was es ist, das ist quasi mein Schlüsselbund. Und, wo ist es? Wie man sehen kann, sind da schon ein paar Ecken rausgebrochen. So super toll halten tut es momentan auch nicht, weil die Schraube hier durchdreht und ich die nicht mehr festgezogen bekomme. Und ich nehme das als Anlass dazu, dass wir uns einfach mal einen neu drucken. Aber nicht einfach so, sondern ich habe von Ethan ein Extreme Tough Resin bekommen und dieses Extreme Tough Resin werde ich dazu nutzen, um das mal zu drucken. Das ist zwar nicht in meiner Lieblingsfarbe, in Rot, aber das war das hier auch nicht. Da geht es eher um die Zweckmäßigkeit und ich glaube, das ist ein richtig guter Punkt, um das mal zu testen. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. Dieser kleine Streifen hier vorne will einfach nicht abgehen. Bibbin dope on flame, I just switched the lanes. Damn, he did it again, I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you sinking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the fit lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it. I heard it's big bags on big bags on big bags coming. Schicke Farbe, oder? If he never heard of Ben Dope, he just napping. Jackson's off the rapping. Keep it on my body, bitch. I'm broke if you ask it. Don't gotta sell it, mostly all this flawless broken whips as long as it is foreign. Heard you want it, cause the yams enormous. What's an answer? So, und was wir natürlich noch haben, ist die Pflicht, dieses eine Paket hier noch zu öffnen. Aber ich stelle mich mal kurz dahin. Dieser große Karton ist angekommen, die Tage. Und ich weiß natürlich schon, was drin ist. Ja, und was ist da drin? Da drin ist natürlich hier unsere Box enthalten. Wie man sieht, mittlerweile mit dem neuen Logo seit einer geraumen Zeit. Das Farbschema ist auch ein bisschen angepasst und die Boxen sind mittlerweile alle schwarz statt dem alten Design in Rot. Ich glaube, das ist an sich ein ganz cooles Design und kann sich echt sehen lassen. Vielleicht werde ich demnächst mal noch ein bisschen was umgestalten, wo dann nochmal unser Makeobot draufkommt. Das ist ja unser Maskottchen. Dazu kommt auch nochmal ein Video die Tage. Von daher bleibt gespannt, abonniert den Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Der sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus, muss ich echt sagen. Also ich bin gespannt, wie es wird. Natürlich in so einem richtig fancy Blue. Und das Ganze kommt jetzt, wie man hier sieht, in ein Isopropanolbad. Nicht einfach nur in ein Isopropanolbad, sondern in eins. Der Stecker rein. Minutenzahl auf, ja, sagen wir mal 6 Minuten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Dann schauen wir doch mal, wie die rausgekommen sind. Was ich jetzt mache, ist den Support, bevor ich überhaupt einen UV-Strahler gebe, den sofort rauszunehmen, aber ich sehe schon, das Ding hat sich geworfen. Und ich
Ja, beim DLP-Druck kann man auch Warps erzeugen. Das ist unschön. Das kann durchaus passieren. So, jetzt sollten die soweit sauber sein. Und dann nochmal in Küchenrolle einfach eine Runde abtropfen, damit auch wirklich der letzte Tropfen Resin weg ist. Und dann seht ihr schon, das ist jetzt nicht ganz so toll geworden. Ja, also die Farbe an sich finde ich cool. Da muss man nochmal gucken, dass man das Ganze poliert. Ich tupfe das immer so ein bisschen ab, damit es halt nicht solche Schlieren gibt oder keine Reste dran bleiben. Ich versuche auch hier in die Lücken reinzugehen, da wo die Schrauben reinkommen. Ja, mal gucken. Was ist ein Gebrauchsgegenstand? Und wenn es halt ausreicht und entsprechend stabil ist und robust ist, soll mir das recht sein, weil das wird eh mit der Zeit verkratzen. Das muss jetzt nicht unbedingt schön sein. Es sollte nur halten. Das ist halt wirklich der Hauptgrund. Und hier sieht man, fokussiert. Nee, doch jetzt. Da seht ihr, das ist schon ein bisschen gewobbt. Muss man mal gucken, wie sich das später auswirkt. Vielleicht muss ich die Seite mit dem Häkchen hier hinten dran nochmal neu drucken. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht drucke ich die dann mal wirklich mit der flachen Seite auf den Boden. Ist ein bisschen unschön, dass das Material das jetzt macht. Es kann vorkommen. Ist kein Beinbruch. Ich werde es trotzdem erstmal verwenden. Zumal ich ja halt sowieso ein neues brauche, weil das alte ja halt kaputt ist. Und dann schmeißen wir als nächstes den UV-Strahler. So. Der UV-Strahler ist angeschmissen. Hier den Deckel noch drauf. Den hängen wir mal hier hin. Und dann sehen wir uns in ein paar Minuten wieder. So, und da haben wir auch schon mal die neuen Teile. Und aus dem alten schrauben wir jetzt mal ganz flugs, damit wir damit auch endlich fertig werden. Oh, der fällt schon auseinander. Yay! Die schrauben alles raus. Du bleibst hier. Ich brauche mal später noch. Der Schlüssel kann weg. Jetzt haben wir soweit alle drei Teile, alle drei Schrauben drin. Und jetzt geht es darum, die Schlüssel einzusortieren. Das sitzt gut. Jetzt mal gucken, ob wir da noch eine Mutter rausbekommen. Wobei, ich könnte ja auch mal. Nachher, ich habe doch hier die selbstsichernde Mutter noch von Brucer Umbau. Die könnte ich hier auch verwenden. Die sind zwar vielleicht nicht so einfach da reinzukriegen. Ja. Das geht. Das geht sogar ganz gut. Cool. Ja, sehr schön. Dann schauen wir doch da auch mal noch eine selbstsichernde Mutter rein. Das erleichtert uns natürlich die Arbeit.
und die Nutzung später, weil dann braucht man die Dinger nicht immer festzuziehen. Bei dem war es so, ich habe die normalen Muttern besorgt und die haben sich natürlich immer gelockert mit der Zeit, weil die halt überall mit rumgetragen worden sind, in jeder Hosentasche und in jeder Tasche und dann von A nach B geschleppt worden sind. Und so eine selbstsichernde Mutter sollte eigentlich dazu beitragen, dass es dann... Ja, ihr seht schon, so soll es sein, dass es offen bleibt und nicht raushält. Vielleicht noch einen Ticken fester. Und die Dinger laufen halt auch schön, weil dann kein Reibungswiderstand von Metall auf Metall entsteht. Was dann ein bisschen ätzend sein kann. Das finde ich also auch ganz cool. Und ich bin mal gespannt. Ich werde euch in den nächsten Wochen berichten, wie dieses Teil ist. Oder wenn ihr auf den Stammtisch nach Ulm kommt, könnt ihr euch das Ding ja auch gerne selber mal angucken. Da werde ich es mit Sicherheit dabei haben. Und ja, so sieht das Ding fertig ausgepackt aus. Ich halte es mal hier in die kleine Kamera rein. Ich finde das auch vor allen Dingen cool mit dem Transparenten. Ist das jetzt scharf? Ja, das sollte scharf sein. Man sieht halt keine Oberfläche, keine Layer oder sowas in Richtung. Es ist leicht transparent. Ich habe halt die Erfahrung gemacht bei dem Resin an sich, bei den Resin-Drucken, dass das Ganze halt... sehr stark halt mal leicht verkratzt oder sowas in Richtung, man sieht es hier schon drauf, ne? Da ist jetzt ein leichter Kratzer drin, ich weiß nicht, ob man das sieht, ja. Ich werde es mal beobachten, das ist natürlich bei so einem Schlüsselbund halt entsprechend prädestiniert dafür, dass es halt verkratzt, weil allein schon durch die Natur, dass da halt scharfe Kanten dran sind und sowas in Richtung, kann ich mir das gut vorstellen. Ich weiß es nicht. Es macht auf jeden Fall soweit das Material einen guten Eindruck auf mich. Es fühlt sich gut an. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es geworbt hat. Das sieht man hier nochmal ganz, ganz gut. Dass es da geworbt hat. Das finde ich ein bisschen schade. Hängt aber vielleicht auch damit zusammen, wie ich das Ganze gedruckt habe. Ich werde vielleicht in den nächsten Tagen nochmal einen neuen drucken, habe ich ja gesagt gehabt, mit wo das Plan auf der Druckfläche aufliegt. Einfach damit das Ganze halt ordentlich wird. Und ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wir sehen uns morgen, übermorgen eventuell. Bis dahin, happy printing! Wo habe ich denn jetzt diesen Schlüssel hingeschmissen? Verdammt! Puh, das war gerade noch mal gut. Wenn ich den verloren hätte, wäre der Kunde sauer gewesen.